Oh nein, David, mit einem Umlaut wird er da. Was willst du? Ich habe keinen Bock auf eine unlustige Sketch. Geh weg mit der Kamera. Na gut, unlustiger Freund, was willst du? Schau mal, Phil, ich habe eine Tasse auf meinem Kopf. Meine unlustige Freund, warum hast du eine Tasse auf dem Kopf? Na, weil wir Cuphead spielen. Game. Das ist total strange. Hilfe! Wehe, ich sterbe. Das Level muss doch bald zu Ende sein. Das haben wir gerade auf der Karte gesehen. No! Sieht in der Facecam aus wie Pipi. Jetzt kommt wahrscheinlich der Urgroßvater-Joke auf YouTube. David, das ist ein Placement! Nein, leider nicht. Ich wünschte, es wäre eins. Moment, ich muss noch einen Flachwitz am Anfang bringen. Hallo, ich bin Cup. Ich bin so ein bisschen nervös. Das ist mein allererstes YouTube-Video. Und ich bin Head. Und zusammen sind wir Cuphead. Red. Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut und willkommen zu einem neuen Gaming-Video auf diesem Kanal. Im heutigen Part zocken wir Cuphead. Cuphead. Für alle, die das Spiel nicht kennen, es ist ein Jump-and-Run-Spiel, das, glaube ich, vor 2 Jahren um den Dreh rausgekommen ist. Ich habe das Game das allererste Mal auf der Nintendo Switch von einem Kollegen gezockt, aber heute zocke ich das Ganze auf dem PC. Ich sag's mal so, dieses Spiel zeichnet sich vor allem durch die Schwierigkeit aus, denn das Game ist ultra schwer an der einen oder anderen Stelle, also beziehungsweise das ganze Game ist ultra schwer. Und ich will auch nicht mehr lange um den heißen Brei herum... Ach, komm schon, David. Ich hab Urlaub. Um den heißen Brei herumreden wie Babybrei-Tester, wir starten das Game einfach mal. Natürlich, neuer Spielstand, wer kennt es? Oh, das sind süße Tassen. Also, ich habe das Ganze auch mal auf der Gamescom angezockt. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ihr schon mal... Oh, okay, wir gucken uns erstmal das Game an. Don't deal with the devil. Oh, no! Okay. Once upon a time in a magical place called Inkrill Isle, there were 2 brothers named Cuphead and Mugman. They lived without a care under the watchful eye of the Rice Elder Cattle. One day, 2 boys wandered far from home and despite the Elder Cattle's many warnings, ended up on the wrong side. Wrong hole ist immer schwer. Inside Cuphead and Magnum Ice soon find themselves on a running streak to Crab's table. Hard the dog acclaimed the king dies. Nice run, boys, laughed the newcomer. Es sind immer die Newcomer. Oh mein Gott, das ist der Teufel. Das ist der Teufel in dem Game. Der sieht echt spooky aus. Also generell muss ich sagen, das Game macht ultra viel Spaß. Aber hey, wir schauen uns die Story gar nicht an, worum es auch immer gehen wird hier. Okay, vielleicht hätten wir uns die Story doch durchlesen sollen. Okay, ich habe nur noch ein bisschen von der Story mit... Hallo? What the fine pickle boys have gotten yourselves into... Wir reden mit einem Wasserkocher. Hallo? Wasserkocher? Kannst du Wünsche erfüllen? Hallo? Wasserkocher? Wasserkocher? Ist anscheinend kaputt. Ich glaube, ich habe den Kassenbon wirklich nicht mehr. Aber ich habe den Kassenbon für meine Kaffeemaschine. Okay, der gibt uns irgendeinen Fortnite-Trank. Wohohoho! Ich glaube, jetzt sind wir strong und bereit für den Fight, Freunde. Let's go! Oh, lol. Was passiert, wenn wir zum Exit gehen? Ist das Game vorbei? Da seht ihr es, Freunde. Also, wir haben hier prinzipiell verschiedene Level, die wir anzocken können. Das erinnert so ein bisschen an Mario Bros. Wow, bist du eine Tomato? Hey, fellas, looks like you're in Fort now, eh? Runnen, jumpen, shooten, alles, was das Herz eines Gamers begehrt. You received... Geilo, wir haben 3 Goldmünzen erhalten. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Goldmünzen machen können. Lol, da unten ist eine Goldmünze. Können wir da runterspringen? Nee, gerade nicht. Forest for Run and Gun. Wow, Run and Gun? Geiler Name. Okay, wir befinden uns im ersten Level, was ich auch persönlich schon mal gezockt habe. Also, wir haben hier überall Gegner, Freunde.
Aber das Game ist ultra schwer. Also wir haben, ich glaube, drei Heal Points, wie man das vielleicht hier oben sehen kann. Boah, sogar mit Starcoin. Je nachdem, wie man Starcoin nennen kann, Freunde. Oh mein Gott, oh, Hilfe! Oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Vielleicht hätte ich doch eine Ausbildung bei der Polizei machen sollen, damit ich für diesen Fall besser gewappnet gewesen wäre. Hallo? Dieses Ding auf dem Boden. Kacke. Ein Lifepoint haben wir schon verloren. Dieses Game, das ist total strange. Hilfe! Oh mein Gott, wir haben das Ding schon wieder... Oh mein Gott. Aber hey, ich glaube, wir schlagen uns gar nicht so schlecht, oder? Bro, wirklich? Meint ihr, wir gehen im ersten Level schon K.O.? Schreibt jetzt eure ehrliche Meinung rein. Oh oh. Nein! Eine Eichel hat mich gekillt! Die Eichel! Aber hey, anscheinend haben wir schon die Hälfte des Levels geschafft. Nice! Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es in diesem Game ging. Ich habe mir das vorhin mal durchgelesen. Anscheinend müssen wir irgendwas einsammeln, weil der Devil, also der Teufel, wird uns sonst holen. Das ist schon ein bisschen strange. YouTube, bitte, es ist nur ein Game. Sperrt das Video bitte nicht. Aua, nicht schon wieder! Kacke. Wir packen das noch. Wir packen das. Ach so, hi Freunde, ich hab doch gesagt, wir packen das. Oh mein Gott, ich hab eine Sprint-Taste entdeckt, damit können wir so ein bisschen durch die Luft fliegen, wie scheint. Geilo. Das ist eine ein oder... Aua, nicht schon... Oh, wir haben ein Lifepoint verloren. Wir haben... Mann, oh, hört doch mal auf, mich durchzunehmen. Warum sind hier so viele Gegner? Run and Gun, Alter. Was ein Dreckslevel. Aber hey, wir packen das schon. Wir packen das. Ich glaube dran, dass wir das Level schaffen können. Aber das Game, das ist ultra lustig designt. Das erinnert so ein bisschen an einen alten Film. Also generell hat das voll die Oldschool-Vibes, aber das liegt auch nur am Rauschen des Bildes. Oh, Alter, es sind viel zu viele Gegner. Wie soll man hier bitte einen Überblick behalten? Ähnlich wie in Klausuren, Freunde. Ähnlich wie in Klausuren. Kannst du mal abhauen, Digga? Die ganze Zeit verfolgt mich das Ding von hinten. Vielleicht müssen wir erst alle Gegner besiegen. Alter, was ein Hund! Also die Dinger erinnern so ein bisschen an die Koopas aus Super Mario Bros., weil diese Blumen, da gibt es zwei Arten. Einmal die Blumen, die, glaube ich, vom Himmel kommen, die laufen einem hinterher. Und dann gibt es einmal die Blumen, die sind schon direkt da. Die bleiben auf der Stelle stehen und kotzen einen nicht mehr an, wie dieser verkackte Pilz. Oh nein! Oh, bitte nicht runterfallen! Ich war noch nie so weit in dem Game! Oh nein, jetzt kommt wieder die Eichelstelle! Die Eicheln kommen! Die Eicheln kommen! Bitte nicht falsch verstehen, Freunde. Und vor allem YouTube. Das ist mir viel wichtiger. Oh mein Gott! Was? Das war der Endboss? Das war der Endboss, den ich hätte besiegen müssen, oder? Oh nein. Hilfe! Hilfe! Was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Muss ich das denn... Oh mein Gott, ich hab's besiegt! Ist jetzt irgendwo das Ziel? Wehe, ich sterbe. Wehe! Wehe! Wehe, ich sterbe! Das Level muss doch bald zu Ende sein. Das haben wir gerade auf der Karte gesehen. No! Oh mein Gott, jetzt aber. No, 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 das Ziel. Oh mein Gott, wir haben das erste Level geschafft. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das erste Level über... Oh my gosh, damn, baby. Wie haben wir... Alter, das ist so geil, das Game. Schau dich mal diesen alten Stil an, das finde ich voll. Skill Level 2 Sterne von wie vielen? C plus mit einer 3 plus kann ich auf jeden Fall leben. Wir haben den Lehrer Wir haben eine befriedigende Leistung Alle, egal was ich sage, es ging alles falsch. Jawohl, schaut euch mal, wie süß diese Tasse sich freut. Yippie. Da würde ich sagen, können wir noch irgendwas anderes auf dieser Karte entdecken, was relevant für das Game? Können wir schon im Shop irgendwas kaufen? Porkins Emporium. Enter. Hello, Mr. Schweinebacke. Was kannst du mir denn heute anbieten? Eine Tasse mit Red Bull habe ich schon. Okay, wir haben nur zwei Münzen, Freunde. Wir können hier sowieso noch nicht einkaufen. Aber wir tun so, als ob wir genug Geld hätten. Ne? Und wir sagen einfach, uns interessiert hier nichts. Wow, können wir mit dem Fisch Liebe machen? Ich finde es sowieso ein bisschen makaber, dass ein Fisch angeln ist. Ist das Kapitalismus? Kannibalismus. Okay, also das nächste Level können wir nicht, weil ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Mach mal. Goopy Lee Grand in use of any O's. Simple. Wir fangen erstmal mit Simple an, Freunde. Wir wollen uns ja langsam reinstauben. Hallo? Ist das irgendein Endboss, den wir besiegen müssen? Achso, gegen den können wir tatsächlich kämpfen. Ich wollte gerade sagen, hey, wo ist hier die Schwierigkeit? Aber das ist doch schwieriger als gedacht. Aua! Du Sackgesicht, kannst du mal aufhören? Mit deiner... Ich weiß nicht, wie du mich attackiert hast, Diggi. Okay. Oh mein Gott!
das war knapp. Ich habe ganz kurz vergessen, dass er wieder diesen riesigen Move macht, wo er ganz nah an mein Gesicht steht, um... Ich weiß nicht. Das ist... Leute, ich hab gerade eine richtig lustige Situation, aber die Situation kennen wahrscheinlich nicht viele Zuschauer, aber das ist jetzt sowieso egal. Und zwar, wenn er richtig nah mit seinem Face auf uns zukommt, das ist wie, wenn man heimlich als Jugendlicher irgendetwas getrunken hat und dann die Eltern abends ankommen und sagen, hauch mich mal an, hauch mich mal an. Und du vorher dir ganz viele Pfefferminz-Kaugummis reingezogen hast. Wow, der will uns boxen, okay? Ich habe sowieso eine lustige Story an dieser Stelle. Und zwar damals an meinem 17. Geburtstag hat es meine Mutter noch nicht so gerne gesehen, dass ich Alkohol trinke. Gut, früher habe ich auch deutlich mehr getrunken als jetzt. Also jetzt trinke ich so gefühlt gar nichts mehr. Bam! Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann am Abend meines 17. Geburtstags nach Hause gekommen, wo ich in einer Bar gewesen bin mit Freunden von mir. Und dann kam abends irgendwann meine Mutter an, die dann halt mehrmals schon angerufen hat. Und man weiß so, oh, wenn die eigene Mutter einen mehrmals angerufen hat und man die verpassten Anrufe sieht, ist sowieso Rest in Peace. Und das war an dem Abend genauso. Und dann bin ich erstmal in mein Zimmer gegangen, um mir quasi erstmal Kaugummis zu holen. Und als ich dann... Aua! Gringo ist sauer! Lol! Lol, schaut mal! Ich habe so einen Special Move, den ich gar nicht gesagt habe. Was? Das ist hart. Das ist wirklich... Ich glaube, wir waren gar nicht mehr so weit entfernt, oder? Auf jeden Fall meinte meine Mutter so zu mir, hast du getrunken? Und ich so... Nein. Mann! Knockout! Ich bin's, Tim! Oh mein Gott, was für eine Note haben wir bekommen? Also Time war ja echt, okay, wir haben nur noch ein Leben. Parry, super, Meta. Okay, eine 4 ist immer noch ausreichend. Eine 4 ist immer noch ausreichend. Naja, Friends, bevor wir da oben weitergehen, gehen wir erstmal in den botanischen Garten. Oh, wir haben gerade sogar auf einfach gespielt, kann das sein? Oh mein Gott, wir müssen gegen eine riesige Kartoffel kämpfen. Aua, Gringo, sauer. Oh mein Gott, warum spuckt der Würmer aus? Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott, eine Karotte. Rotti, die Karotte. Hilfe. Hilfe! Oh mein Gott! Alter, lol! Das ist ja mega an Kugelwilli angelehnt, diese riesige... Oh mein Gott! Der hypnotisiert mich! Bitte! Ich möchte keinen Bausparvertrag haben, was? Die nächste Zahnzusatzversicherung kannst du dir in den Popöhrchen stecken! Du Hund! Hund! Oh mein Gott, das ist Tenshin Han aus Dragon Ball Z! Es hat verdammt viel! Das hat eine... Oh! Knockout! Ich bin's Tim! Tim! Possible! Kim Possible oder so! Ja, genau! Freunde, wie heftig ist das Game denn? Das macht ultra viel Spaß. Woo! Aber hey, Skill-Level wieder ausreichend? Hallo? Du willst einen neuen Part sehen? Dann lass jetzt auf jeden Fall den Daumen nach oben da und lass es mich in den Kommentaren wissen, ob wir einen zweiten Part raus droppen. Im Übrigen, falls dir der Kanal gefällt, drück doch auf den Abonnier-Button und aktivier die Glocke wie der Glöckner von Notre Dame. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye. Yippie!